Und gehen jetzt also in die 200 Meter der männlichen U20, starten mit der Bahn 5, Kai Köllmann vom Weseler TV. Gehen weiter zu dem aktuell schnellsten Deutschen in 21:57 von der LG Wilhelmshaven, Till Helbig. Gefolgt von einer leeren Bahn, da wäre Thomas Bartel gestartet, und sehen dann noch in diesem Lauf Alexander Scheidt von der TSG 78 Heidelberg. Also überschaubares Feld in diesem 200 Meter Lauf, aber keineswegs langsam, wie gesagt, Till Helbig, Bahn 4 vom Wilhelms, von der LG Wilhelmshaven, mit 21:57 der schnellste U20er in Deutschland in diesem Jahr. So, auch hier dauert es einen Ticken länger. Und ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht nur das Livestream-Bild sehe und kann Ihnen schon mal verraten, dass auch beim Weitsprung die Damen schon mit den Hufen scharren für ihre letzten Versuche. Und da gehen wir dann auch sofort nach dem 200-Meter-Lauf wieder hin. Aber jetzt hat es dann doch schneller geklappt, als ich dachte. Der 200-Meter-Lauf der männlichen U20. Unter anderem mit ihm, mit der 755 Till Helbig von der LG Wilhelmshaven. 21:41. Also schraubt er seine eigene Saisonbestleistung nochmal nach oben. Von den schnellen 200 Meter Jungs wieder zum Weitsprung. Lena Malkus vom SC Preußen Münster, 6:14, und als nächstes steht die Führende bereit, Malaika Mihambo. Hier sehen Sie nochmal die 21:40 von Till Helbig, weiß auf rot. Und ich erzähle Ihnen gleich, wie weit es für die Dame der LG Kurpfalz, Malaika Mihambo, im dritten Versuch im Weitsprung der Damen geht. Meter 57, damit hat sie ihre Führung ausgebaut. Also, es geht stetig immer weiter. Drei Versuche gibt es ja noch. Und wir schauen wieder nach unten in den Innenraum. Florian Weber mit einem. So sieht's aus. Wir springen nochmal ganz kurz zurück auf die vierfach so lange Strecke, auf die 800 Meter. Denn auch da haben wir eine deutsche Jahresbestleistung heute gefeiert mit Dennis Krüger. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir, danke dir. Ja, es war ein super Race hier, vor allem in Regensburg.
Leute sind hier super, das Wetter ist super, also kann nur sowas rauskommen. Hat Spaß gemacht. Du hast gar nicht so richtig mitbekommen, dass du jetzt schnellster Deutscher bist. Was ist das für ein Zeichen für Braunschweig und für eventuell Zürich? Ja, man kann schon mit einer gewissen Entspanntheit jetzt in das nächste Race reingehen und vielleicht nochmal eins raussetzen. Ich bin jetzt nicht mehr unter Druck und kann jetzt voll durchstarten. Wir freuen uns aufs Durchstarten zusammen mit dir. Dennis Krüger, das ist nochmal dein Applaus und damit zurück zum 200-Meter-Start. Nachtragen, dass Tim Helbig deutsche Jahresbestleistung erzielt hat. 21:40, 21:40. Also, kurzer Sprung zurück, das waren nochmal die 800 Meter. Jetzt ein Viertel so lang, die 200 Meter. Hier stehen in Kürze zwei Läufe an und mit dem ersten, da geht's jetzt auch schon los. Er ist mit dabei. Aus Großbritannien. Digi Tobias aus Großbritannien. Hinter ihm, er war mal U20 Vize-Europameister aus Slowenien, Jan Zuma. Weiter geht's mit einem Deutschen vom Dresdner SC, Maximilian Kriese. Und auch noch mit dabei in diesem Lauf vom ASC Darmstadt, das ist Florian Daum. Der erste Lauf also über 200 Meter der Männer. Die schnellsten starten auf der Bahn 4 und der Bahn 5, Jan Zuma und Deji Tobias. Ja, und ganz nette Szene hier. Der Rasenspringer ist einfach angegangen, stört die Läufer aber nicht, weil es auf der anderen Seite vom Platz ist. Der ein oder andere kann sich dann gleich mal noch eine Erfrischung holen, den Weg zur Dusche sparen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wer hier das Rennen macht, wer sich das Duschen überhaupt verdient. Deji Tobias ganz außen im grauen Trikot deutlich vorne. 21,01. Für den Mann aus Großbritannien. Letztes Jahr war er Europameister in der U23 über die 4x100 Meter. Das heißt, die vierte Runde steht an mit nächsten Weitspringerin dann. Und jetzt läuft er relativ nah an seine Saisonbestleistung ran. Die steht bei 20,93. Und die Zeit jetzt 21,01 auch offiziell. Und da sehen Sie es, der Rasenspringer. Also der Weg zur Dusche, den kann man sich heute sparen. Hier geht es weiter mit Maris Lusolo, die jetzt nur noch Zweite ist. Willkommene Erfrischung hier im heißen Regensburger Unistadion. Da sehen Sie es nochmal. Deji Tobias 21,01, Jan Zuma 21,33 und Maximilian Kriese 21,54. Und vom Ergebnis des ersten Laufs gleich Richtung Start zurück in die schattige Kurve. So, wenn Sie aus München kommen mit dem Auto hier zum Start. Jetzt zügig sein, ein nervöser Kollege möchte wegfahren und Sie versperren in den Weg. München LX6256, bitte. So, und da sind wir wieder auf der Bahn mit dem zweiten Lauf. Und wir fangen an mit dem fünften der WM 2013 über die 4x400 Meter. Will Ojove aus Belgien. Hüpfen zu Lukas Stasny aus Tschechien.
Martin Brieger von der LG Ora Energie. Er startet in diesem Lauf auf der Bahn 4. Und ganz hinten von der LG Region Landshut Thomas Schiller. Der Mann im dunkelblauen Trikot. Vier Leute also sehen wir in diesem zweiten Lauf. 200 Meter der Männer. Zweimal Deutschland, einmal Tschechien, einmal Belgien. Und Lukas Stasny, der Mann aus Tschechien, der Mann im weißen Trikot. Er hat 20:81 stehen, also der einzige in diesem Lauf mit einer Bestleistung unter 21 Sekunden. Alle vier gut aus den Blöcken gekommen. Lukas Stasny, der schließt da schon auf zu Will Ojovi, dem Belgier außen. Und biegt jetzt der Mann im weißen Trikot als erster auf die Zielgerade ein. Ist gut unterwegs. Läuft 21:14. Also nicht ganz die 21 geknackt. Aber immerhin Saisonbestleistung für ihn. Die stand bei 21:60. Also da ist er deutlich drunter geblieben mit seinen 21:13 offiziell über die 200 Meter. Damit also auch die 200 Meter abgehakt und langsam aber sicher lichtet sich dann der Zeitplan. Wir haben aktuell noch den Weitsprung der Frauen und der weiblichen U18 bzw. U20 laufen und haben natürlich noch die 1500 Meter Läufe ausstehen, sowohl die der Männer als auch die der Frauen. Und da geht es dann auch relativ zügig los. Wir machen nochmal eine ganz kurze Verschnaufpause, sind dann mit dem Finale Weitsprung zurück und den 1500 Metern. Bis gleich.